Buongiorno nuovamente a tutti. Sono molto lieto che siamo qua per festeggiare il professor von Erman e sono poi particolarmente lieto che a farlo con noi sia il magnifico rettore dell'Università di Pavia, il professor Ruge, che ringrazio di cuore. Prego, rettore. Buon pomeriggio, un benvenuto cordiale, abbiamo una bella cospirazione atmosferica, questo cielo così limpido che ci aiuterà a riflettere ancora meglio sul pensiero così importante, così stimolante, così profondo del professor Friedrich Wilhelm von Erman. Lo ringrazio sinceramente di essere qui insieme alla sua signora, laureata viennese e quindi familiare con l'immagine di Maria Teresa che abbiamo alle nostre spalle. Ringrazio naturalmente di cuore gli oratori, i professori Girgenti, Marini, Alfieri, ringrazio anche molto cordialmente questa signora Pasqualin, la dottoressa Pasqualin, che funge da traduttrice per il professor von Erman. E ringrazio da ultimo, per sottolineare in particolare il suo ruolo, se mi è permesso, il professor Giampaolo Azzoni, che è promotore di questo incontro, di altri incontri con il professor von Erman e di molte iniziative che aiutano questa università ad essere quello che una università nel XXI secolo deve essere. Un'università Un'università proiettata con coraggio, con determinazione, con curiosità, con passione verso il futuro, verso ciò che ci è sconosciuto e perciò, per questa stessa ragione, impegnata a interrogarsi su quanto c'è di profondo in questa avventura. Il professor von Erman ha dialogato con figure importanti della tradizione filosofica, del pensiero filosofico europeo. Penso a Egon Fink, penso a Martin Heidegger, egli stesso ha portato e porta un contributo decisivo a questa dimensione della vita intellettuale indispensabile per l'uomo contemporaneo. Avanzare verso territori sconosciuti. Mi viene in mente quando da ragazzo una volta ho attraversato i Dardanelli sulla prua di una nave e avevo questa sensazione di andare, ero un ragazzo e andavo davvero, verso l'incognito, verso ciò che non sapevo. Mi ricordo sempre questa immagine quando penso all'impresa della ricerca nel XXI secolo. Questo procedere verso un mondo da cui ti attendi molto ma che ancora non ha un volto. Ebbene, in questo viaggio bisogna avere profondo il senso
che quella scoperta serve a noi, che questo viaggio non è fine a se stesso, non si dà la sua finalità da solo, ma trova la sua finalità in noi, che la tecnica, la tecnologia, lo sguardo profondissimo sulle cose deve essere anche uno sguardo profondissimo dentro di noi. Il futuro ci pone di fronte, ci porrà di fronte a dei dilemmi radicali. Quanto vale la vita dell'uomo quando hai un farmaco che può proteggere quella vita, ma può invece salvarne migliaia? Oggi la medicina è potentissima. Come utilizzare tutto ciò che oggi noi sappiamo della vita quotidiana di milioni di persone? Ci serve a servirle meglio o ci serve a asservirle meglio? Dilemmi giganteschi. Se non poniamo questi dilemmi sotto la supervisione della nostra responsabilità di esseri umani, ci condanniamo ad un futuro triste. Allora io credo che questa interrogazione di cui il professor Herman è portatore è per noi una benedizione. È per noi un cibo indispensabile. Voglio ringraziarlo per aver svolto questa riflessione in molti libri, in molte aule, verso molti e con molti studenti, anche italiani, come mi ha detto, e per questo vorrei, interpretando credo il desiderio e la volontà di tutto il nostro Ateneo, fare un omaggio speciale al professor von Herman. Questa medaglia è la medaglia che portano al collo i professori ordinari dell'Ateneo Pavese, è una medaglia dal valore materiale modesto, ma per noi ha un grandissimo valore, perché la attribuiamo solo alle persone di cui riconosciamo il magistero, la natura di maestri. Grazie molte. Magnificenz Ruge, ich spreche Ihnen meinen tief empfundenen und herzlichen Dank für die hohe Ehrung aus. Ich nehme die Medaille entgegen, denn sie ist in erster Linie für das denkerische Werk Martin Heideggers gedacht. Er wird durch diese goldene Medaille geehrt. Herzlichsten Dank, Magnificenz Ruge. Il professor von Herman ringrazia profondamente per questo riconoscimento, ma soprattutto
spiega e chiarisce che questo riconoscimento deve andare innanzitutto a Martin Heidegger, per il quale nella sua lunga carriera si è sempre impegnato. Herr Prorektor, Professor Azzoli, meine sehr geschätzten Damen und Herren, Hörerinnen und Hörer. Ich habe mir für meine Lectio Magistralis das Thema gewählt, Transzendenz und Ereignis. Das ist der Titel meines Kommentars, der in wenigen Monaten in Deutschland im Verlag Königshausen und Neumann in Würzburg. Ach so, wir müssen hier übersetzen, ja natürlich. Dice che appunto la lezione che terrà è tratta dal libro che sarà pubblicato in pochi mesi, tra pochi mesi, e dal titolo Trascendenza ed evento. Mein Kommentar ist gegliedert in 12 Kapitel und aus diesem werde ich 2 Auszüge hier vortragen. Dieser Kommentar hat ca. 200 Seiten, ist also nicht allzu umfangreich, weil er zunächst ein Einführungskommentar ist. Ein Einführungskommentar in das Verständnis des grundlegenden Werkes für das seinsgeschichtliche Denken, Beiträge zur Philosophie vom Ereignis. Di questo libro tratterà soltanto di 2 capitoli. Il libro in totale comprenderà 12 capitoli, sarà l'estensione di circa 200 pagine l'intento di questo testo è quello di offrire un'introduzione al pensiero della storia dell'essere di Martin Heidegger attraverso l'analisi dell'opera fondativa in tal senso che sono i contributi alla filosofia. Zuerst lese ich einen Abschnitt aus dem 3. Kapitel meines Kommentars. Das 3. Kapitel gibt einen Durchblick durch den inneren Aufbau, durch die Gedankenschritte von Sein und Zeit. Denn der Titel Transzendenz und Ereignis sagt, der Weg, Heideggers Weg von Sein und Zeit zu den Beiträgen zur Philosophie. Und der Abschnitt, den ich aus dem 3. Kapitel, aus dem Sein und Zeit Kapitel Ihnen vortragen werde, trägt die Überschrift Die horizontale Temporalität als der gesuchte Sinn vom Sein des nicht-daseinsmäßigen Seienden und die transzendental-horizontale Blickbahn im 3. Abschnitt von Sein und Zeit. Die Selbstauseinandersetzung mit dem transzendental-horizontalen Ansatz Heideggers um Willen der Gewinnung des seinsgeschichtlichen Ansatzes der Seinsfrage, die richtet sich gerade auf den 3. Abschnitt von Sein und Zeit, der zwar 1927 nicht mit Sein und Zeit veröffentlicht worden ist, der aber 1975, ja, als der erste Band der Gesamtausgabe von mir herausgegeben, die Grundprobleme der Phänomenologie. Diese Grundprobleme der Phänomenologie enthalten im Zentrum die Thematik von Zeit und Sein. Damit beginne ich jetzt. Okay. Und bitte, ja, Entschuldigung. Solo per collocarci all'interno del testo, tratterà in particolare del capitolo 3 del suo libro, che trovate nella seconda pagina dove è riportato l'indice, e nello specifico il 3° paragrafo, che ha il titolo Il tempo orizzontale. E qui in particolare il tema sarà, come anche il titolo del libro che sarà pubblicato mette in luce,
il passaggio dalla prospettiva trascendentale orizzontale dell'ontologia fondamentale alla nuova prospettiva che viene dischiusa dai contributi alla filosofia, che ha come riferimento, come parola chiave, il concetto di evento. Quindi trascendenza ed evento sono le due parole chiave rispettivamente della prospettiva fondamentale ontologica, trascendentale orizzontale, come vedremo, ed evento invece la parola chiave per la seconda fase del pensiero di Heidegger inaugurata dai contributi alla filosofia. Nello specifico ricorda che questo si concentrerà sulla terza sezione che doveva essere pubblicata in Essere Tempo, della seconda parte dell'opera che non è mai stata pubblicata, della prima parte dell'opera, ma che è stata la seconda elaborazione di questa terza sezione, è contenuta all'interno di, dei problemi dell'edizione tedesca dei problemi fondamentali della fenomenologia, testo che è stato pubblicato, edito per la prima volta in tedesco nel 1975, di cui abbiamo anche la traduzione italiana. E ora inizierà, semplicemente seguendo, credo, il testo, da pagina 6. Nach dem Auszug aus dem dritten Kapitel werde ich dann das hier und da leicht gekürzte vierte Kapitel lesen. Ich beginne jetzt mit meinen Ausführungen. Zum dritten Abschnitt des ersten Teiles von Sein und Zeit, zum dritten Abschnitt, der den Titel trägt Zeit und Sein, und zu der in diesem dritten Abschnitt gegebenen Antwort auf die fundamental-ontologische Grundfrage nach dem Sinn von Sein überhaupt, die transzendental-horizontale Blickbahn der Fundamentalontologie des ersten Ausarbeitungsweges der Seinsfrage. So der Titel des dritten Abschnittes des dritten Kapitels. Der dritte Abschnitt Zeit und Sein, der 1927 in Sein und Zeit nicht mitveröffentlicht wurde, liegt aber seit 1975 in der Marburger Vorlesung vom Sommersemester 1927 unter dem Titel Die Grundprobleme der Phänomenologie, Gesamtausgabe Band 24 vor. Im Vorlesungsmanuskript Martin Heideggers, im handschriftlichen Vorlesungsmanuskript, findet sich auf der ersten Seite neben dem Vorlesungstitel die handschriftliche Mitteilung Heideggers, Zitat, neue Ausarbeitung des dritten Abschnittes des ersten Teiles von Sein und Zeit, eine Mitteilung, die im Band 24 auf der Seite 1 als Fußnote abgedruckt wurde. Warum neue Ausarbeitung? Nun, in den ersten Januartagen des Jahres 1927 bei einem Besuch in Heidelberg bei Karl Jaspers hatte Heidegger den Entschluss gefasst, die bis zu diesem Datum gediehene Ausarbeitung des dritten Abschnittes Zeit und Sein abzubrechen und zu vernichten. Warum? Weil er zu der Einsicht gekommen war, dass dieser Text sprachlich nur schwer verständlich ausgefallen war. Damit sollte Sein und Zeit ohne diesen dritten Abschnitt erscheinen. Zugleich aber fasste Heidegger den Entschluss, in dem bevorstehenden Sommersemester 1927 einen neuen Anlauf zur zweiten Ausarbeitung dieses Textes zu nehmen, die er dann im Vorlesungsmanuskript Neue Ausarbeitung nannte. Der zweite Teil dieser streng systematischen und gegliederten Vorlesung trägt die entscheidende Überschrift Die fundamental-ontologische Frage nach dem Sinn von Sein überhaupt, die Grundstrukturen und Grundweisen des Seins. Der Paragraph 20, Zeitlichkeit und Temporalität, und der Paragraph 21, Temporalität und Sein, aus dem Band 24 der Gesamtausgabe, diese beiden entscheidenden
Paragraphen geben die entscheidende Antwort auf die Grundfrage nach dem Sinn von Sein überhaupt. Eine Antwort, auf die die Leser von Sein und Zeit Jahrzehnte gewartet haben. Schon im Paragraphen 5 von Sein und Zeit, worin Heidegger einen einleitenden Durchblick durch die Gedankenschritte der drei Abschnitte des ersten Teiles gibt, nennt er den Weg, auf dem im Ausgang von der gewonnenen Zeitlichkeit des Daseins die Zeit als Horizont alles Seinsverständnisses gewonnen wird. Es ist der Weg der, Zitat, ursprünglichen Explikation der Zeit als Horizont des Seinsverständnisses, Explikation aus der Zeitlichkeit. Zitat Ende. Was hier die Zeit als Horizont für das Seinsverständnis genannt wird, meint ebenso wenig wie die existenziale Zeitlichkeit des Daseins die Zeit, die uns geläufige Zeit, als das Nacheinander der Jetzt. Die Zeit als Horizont gehört vielmehr zur existenzialen Zeitlichkeit. Als dieser Horizont ist diese Zeit in der Analytik der Zeitlichkeit des zweiten Abschnittes von Sein und Zeit noch unthematisch geblieben. Die Zeit als Horizont, die sogenannte horizontale Zeit, war aus methodischen Gründen bisher, also im ganzen zweiten Abschnitt, abgeblendet. Zugleich war mit ihr die Erschlossenheit von Sein überhaupt, das heißt vom Sein des nicht-daseinsmäßigen Seienden, unthematisch geblieben im ersten und zweiten Abschnitt. Der hermeneutisch-analytische Blick konzentrierte sich in den beiden Abschnitten von Sein und Zeit allein auf die Hermeneutik des Daseins als des in der Weltseins in seiner ekstatischen Zeitlichkeit. Freilich konnte in dieser Hermeneutik das Seinsverständnis als das Verstehen der Charaktere und Weisen des Seins vom nicht-daseinsmäßigen Seienden nicht gänzlich ausgeblendet werden. Die Seinsweisen der Zuhandenheit und der Vorhandenheit wurden freigelegt, aber weder wurde schon nach der möglichen Mannigfaltigkeit aller nicht-daseinsmäßigen Seinsweisen gefragt, noch wurde das Verstehen dieser Seinsweisen von Zuhandenheit und Vorhandenheit eigens thematisiert. Es wurde weder danach gefragt, wie das Verstehen jener Seinsweisen aus der Zeitlichkeit möglich ist, noch wurde gefragt, wie das im Seinsverständnis verstandene Sein von nicht-daseinsmäßigem Seienden seinen zeitlichen Sinn aus dem zur zeitlich gehörenden zeitlichen Horizont empfängt. Das alles, meine Damen und Herren, sind Fragen und Aufgaben, die zur Entfaltung und Beantwortung der Grundfrage nach dem Sinn von Sein überhaupt gehören. Alles aber, was aus diesem Fragezusammenhang innerhalb der Hermeneutik des Daseins zunächst methodisch abgeblendet wurde, tritt jetzt unter dem Titel Zeit und Sein in der zweiten Ausarbeitung in das thematische Blickfeld. Nachdem in der Hermeneutik des Daseins die ekstatische Zeitlichkeit des Daseins als dessen ursprüngliche Seinsverfassung freigelegt worden ist, wird nun in der Thematik Zeit und Sein Ausschau gehalten nach einer besonderen, nach einer ursprünglichen Zeitigungsweise der Zeitlichkeit. Adesso andiamo a pagina 7. Darf ich weiterlesen? Ja. In der sich das Verstehen, das aufschließende Entwerfen der Seinsweisen des nicht-daseinsmäßigen Seienden vollzieht. Diesem sich zeitigenden Entwerfen jener Seinsweisen ist analytisch so nachzugehen, dass sich für den analytischen Blick zeigt, wie zu dieser Zeitigungsweise ein zeitlicher Horizont, eine horizontale zeitliche Dimension gehört. Denn dieser zeitliche Horizont
diese horizontale Zeit, sie ist es, auf die hin jene nicht-daseinsmäßigen Seinsweisen wie Zuhandenheit und Vorhandenheit der Gestalt entworfen werden, dass sie als Entworfene und das heißt als Aufgeschlossene einen zeitlichen, einen temporalen Sinn haben. Dem Zeitjugendsmodus des Verstehens von nicht-daseinsmäßigem Sein analytisch nachgehen und die zu diesem Zeitjugendsmodus gehörende horizontale Dimension enthüllen. Das meint die Rede von der Explikation der Zeit als Horizont des Seinsverständnisses aus der Zeitlichkeit des Daseins. Um die horizontale Zeit von der existenzialen Zeitlichkeit terminologisch deutlich zu unterscheiden, wählt Heidegger als Terminus den Titel Temporalität. Daher können wir jetzt vom temporalen Horizont oder auch von der horizontalen Temporalität sprechen. Im Unterschied zur Temporalität, die eben den Charakter von Horizont hat, ist die Zeitlichkeit des Daseins ekstatisch verfasst, sodass wir unterscheiden müssen, mit Heidegger, zwischen der ekstatischen Zeitlichkeit und deren horizontaler Temporalität. Aber das so Unterschiedene bleibt dennoch wesensmäßig aufeinander bezogen. Welches ist nun der zur existenzialen Zeitigungsweise gehörende temporale Horizont? In den Paragraphen 20 und 21 der Grundprobleme der Phänomenologie wird der temporale Horizont aus der ekstatischen Zeitlichkeit, wie gesagt, expliziert, das heißt analytisch entfaltet. In den drei Ekstasen, Zeitlichkeitsekstasen des Auf-sich-Zukommens, die kennen wir, des Auf-sich-Zurückkommens und Gegenwärtigens, die jetzt nicht Ekstasen des Sich-Entwerfens auf eine Existenzmöglichkeit des In-der-Welt-Seins sind, sondern Ekstasen des verstehenden Entwerfens von nicht-daseinsmäßigen Seinsweisen. In diesen drei Ekstasen der Zeitigung ist das Dasein entrückt, in das entrückt, was Heidegger eben die horizontalen Schemata nennt. Die horizontalen Schemata. Die Einheit dieser drei horizontalen Schemata bilden zusammen die Einheit der horizontalen Zeit oder des temporalen Horizontes. Innerhalb der Einheit dieser drei horizontalen Schemata ist es nun das horizontale Schema der Präsenz, in das hinein das seinsverstehende Dasein mit seiner Zeitlichkeitsekstase des Gegenwärtigens entrückt ist. Aus dem horizontalen Schema der Präsenz, der horizontalen Gegenwart, im Unterschied zur ekstatischen Gegenwart, empfängt Sein als Zuhandenheit oder Sein als Vorhandenheit seinen temporalen Sinn, und zwar so, dass die temporal bestimmte Zuhandenheit und Vorhandenheit zwei Weisen von Anwesenheit, zwei Anwesensweisen sind. Der zeitliche, der temporale Sinn, der in Anwesen, Gegenwart, liegt und nicht die Bedeutung des Jetzt hat, entspringt dem zur Ekstase des Gegenwärtigens gehörenden temporalen Horizont der Präsenz. Zur Bestimmung des temporalen Sinnes alles nicht-daseinsmäßigen Seins gehört nun aber auch, dass der sich zeitigende Entwurf des Seins auf die horizontale Zeit als ein Übersteigen, als ein Transzendieren gefasst wird. Dasein existiert in seinem Seinsverstehen so, dass es, um sich zu Seiendem verhalten zu können, dieses Seiende im Vorhinein übersteigt, transzendiert auf seine horizontal erschlossene und temporal bestimmte Seinsweise. Die Zeitlichkeit selbst und mit ihr die durch sie ermöglichte Sorge wird ontologisch bestimmt
im dritten Abschnitt Zeit und Sein, als ein Transzendieren. Als ein Transzendieren in den Horizont hinein. Innerhalb der Thematik von Zeit und Sein ist die Sorge nicht mehr nur als Sorge tragen für das in der Welt sein betrachtet, sondern nun auch als Sorge tragen für die Erschlossenheit überhaupt, das heißt hier vom nicht-daseinsmäßigen Sein. Dieser Sorgevollzug wird aber gekennzeichnet als ein Übersteigen des Seienden auf den Horizont seines Seins hin. Die seinsverstehende Existenz ist somit transzendental horizontal verfasst. Die ekstatische Verfasstheit, das ekstatische Entrücktsein in den Horizont wird in der Porto. Die seinsverstehende Existenz ist somit transzendental horizontal verfasst. Die ekstatische Verfasstheit, das ekstatische Entrücktsein in den Horizont wird bestimmt als ein transzendierendes Entrücktsein und das heißt als ein transzendentales Entrücktsein, wie Heidegger auch sagt. Doch transzendental ist hier bei Heidegger abgeleitet vom Transzendieren als der Vollzugsweise der seinsverstehenden Existenz, also des Sorgetragens für die Erschlossenheit des Seins. Denn nur in der transzendental-horizontalen Erschlossenheit des Seins kann das Seiende, zu dem das Dasein sich verhält, als das Seiende, Aristoteles sagt on, he, on, als das Seiende seines Wie- und Was-Seins entdeckt und verständlich werden. Die Daseinsanalytik leitende Grundfrage ist die nach dem Sinn von Sein überhaupt. Diese Grund- und Fundamentalfrage hat jetzt ihre grundsätzliche Antwort erhalten. Zur Thematik von Zeit und Sein gehören aber auch vier weitere Fragen, die Heidegger Grundprobleme nennt. Deshalb die Vorlesung Die Grundprobleme der Phänomenologie. Die Heidegger Grundprobleme nennt und die der einen Grundfrage entspringen. Diese vier Grundprobleme, in die hinein sich die Grundfrage entfaltet, sind erstens, ich nenne sie nur, das Grundproblem der ontologischen Differenz. Daran sehen wir, dass der dritte Abschnitt von Sein und Zeit, Zeit und Sein, der war vorgesehen als der Ort, in dem allererst die ontologische Differenz eigens thematisiert wird. Also erstens das Grundproblem der ontologischen Differenz, zweitens das Grundproblem der Grundartikulation des Seins, der Grundartikulation im Sein, Sein als Wie-Sein und Sein als Was-Sein, drittens das Grundproblem der möglichen Modifikationen des Seins, also der Seinsweisen, der Vielfalt von Seinsweisen und der Einheit dieser Vielheit. Und viertens, ganz wichtig, das Grundproblem des Wahrheitscharakters des Seins. Von der Wahrheit des Seins spricht Heidegger nicht erst im seinsgeschichtlichen Denken, sondern bereits im Sein- und Zeitdenken, im transzendental-horizontalen Denken der Fundamentalontologie. Weil diese vier Grundprobleme der Grundfrage innerhalb des Ereignisdenkens in gewandelter Gestalt wieder auftauchen, mussten wir sie im Rahmen unserer Erläuterung des transzendental-horizontalen Blick- und Fragebahn wenigstens streifen. Jetzt übergehe ich etwas. Ora salterà qualche parte. Und sage auf der nächsten, ich überspringe eine ganze Seite. Salterà un'intera pagina fino. Alle vier, das ist der Schluss vom dritten Kapitel. Alla fine di pagina 8. Alle vier Grundprobleme, die der Grundfrage entspringen, werden auf dem ersten Ausarbeitungsweg der Seinsfrage innerhalb der transzendental
horizontalen Blickbahn entfaltet und Pagina beantwortet. 9. Damit haben wir ein zureichendes Verständnis von der Hermeneutik des Daseins und der Beantwortung der Grundfrage nach dem Sinn von Sein in der transzendental-horizontalen Blickbahn gewonnen und können nunmehr zurückkehren, das ist in Bezug auf meine Ausführungen in meinem Buch gesprochen, zurückkehren zur Exposition derselben Grundfrage nach dem Sinn von Sein in der seinsgeschichtlichen oder wie man auch sagen kann, in der ereignisgeschichtlichen Blickbahn. Wir werden sehen, wie diese Ereignisblickbahn des Ereignisdenkens gewonnen wird. Wie wird sie eigentlich gewonnen? Sie wird gewonnen durch das Verlassen der transzendental-horizontalen Blickbahn, ohne dass damit auch die Hermeneutik des Daseins von Sein und Zeit verabschiedet wird. Das ist ganz entscheidend. Wollen Sie was sagen? Ich komme jetzt zum vierten Kapitel. Auch darin ist noch gekürzt, wie wir sehen werden. Ich gebe mir Mühe. Mit der Überschrift das Überspringen der Transzendenz und die Überwindung des Horizontes, um die seinsgeschichtliche Ansetzung der Seinsfrage zu gewinnen. Aber unter Einschluss der Hermeneutik des Daseins. Das darf man nie vergessen. Im 132. Abschnitt der Beiträge zur Philosophie vom Ereignis kennzeichnet Heidegger den immanenten Wandel der transzendental-horizontalen Blickbahn der Seinsfrage in Sein und Zeit in die Ereignisblickbahn. So, Heidegger sagt, es gelte, Zitat, nicht mehr das Seiende zu übersteigen, Transzendenz, sondern diesen Unterschied von Sein und Seiendem und damit die Transzendenz zu überspringen und anfänglich vom Sein her und der Wahrheit des Seins zu fragen. Zitat Ende. Ganz entscheidender Satz. Aus unserer Darstellung der Entfaltung der Seinsfrage unter dem Titel Zeit und Sein wissen wir nun, was es heißt, das Seiende zu überspringen. Das Seinsverstehende Dasein übersteigt das Seiende, insofern es in seinem sich zeitigenden Entwerfen das nicht-daseinsmäßige Sein auf die horizontale Zeit, auf das horizontale Schema der Präsenz entwirft, um aus der Erschlossenheit oder Wahrheit des so temporal bestimmten Seins das Seiende dieses Seins als ein solches zu verstehen. Dieses Als, dieses hermeneutische Als, ist die Wiederaufnahme des aristotelischen Hä-on. Zum Übersteigen als dem Transzendieren gehört somit wesenhaft der Horizont als das, wohin das seinsverstehende Dasein transzendiert. Das Seinsverstehen und das darin verstandene, das heißt immer enthüllte Sein, werden in dieser Blickweise transzendental-horizontal bestimmt. Das Verlassen der transzendental-horizontalen Blickbahn wird gekennzeichnet als ein Überspringen. Warum? Es gehe, sagte Heidegger, die Transzendenz und den zu ihr gehörenden Horizont zu überspringen und es gelte, den in dieser Blickbahn und gemäß dieser Blickbahn angesetzten ontologischen Unterschied von Sein und Seiendem zu überspringen. Das heißt, die Fassung der ontologischen Differenz innerhalb der transzendental-horizontalen Blickbahn zugunsten einer neuen Fassung dieser Differenz, die Heidegger nun im seinsgeschichtlichen Denken nicht mit Differenz nennt, sondern den Unterschied. Den Unterschied von Sein und Seiendem neu, seinsgeschichtlich zu bestimmen. In unserem Durchblick durch den Gedankenweg von Zeit und Sein haben wir gesehen, was es heißt, dass der Unterschied, also die Differenz von Sein und Seiendem, transzendental horizontal angesetzt war. Die Erschlossenheit von Sein ist aufgeschlossen im Vollzug des daseinsmäßigen Transzendierens in den Horizont der Zeit und des
aus diesem Horizont temporal bestimmten Seins so, dass wir von der transzendental-horizontalen Erschlossenheit oder Wahrheit des Seins sprechen können. Diese ist die Bedingung der Möglichkeit, das heißt die ermöglichende Bedingung dafür, dass Seiendes als Seiendes entdeckt offenbar verständlich ist. Die Aufforderung Heideggers, den transzendental-horizontal bestimmten Unterschied von Sein und Seiendem und mit ihm die Transzendenz zu überspringen, heißt, dass der Unterschied von Sein und Seiendem nicht mehr transzendental-horizontal, sondern nun in einer anderen Weise gedacht werden müsse, die der, wie Heidegger sagt, die der Wesung der Wahrheit des Seins als Ereignis entspricht. Das Wort Wesung ist keine Erfindung von Heidegger, sondern das Wort finden Sie in dem großen deutschen Wörterbuch der Grimmschen Brüder. Also im Grimmschen Wörterbuch finden Sie das Wort Wesung als ein Wort aus, aus der älteren deutschen Sprache. Un attimo, solo una precisazione, ha aggiunto che il termine Wesung non è un'invenzione di Heidegger, ma è presente già nel vocabolario dei fratelli Grimm. Das hier genannte Überspringen von Heidegger ist kein beliebiges. Das Wort ist auch kein sprachliches Bild und keine Metapher, wie man meinen könnte, sondern eine wesensmäßige Kennzeichnung des Denkens. Diese Wesensbestimmung des Denkens ergibt sich aus einem gewandelten Sehen des Bezuges der Wahrheit des Seins zum Wesen des Menschen. Die Blickbahn von Transzendenz und Horizont soll übersprungen werden, um, Zitat, anfänglich vom Sein selbst her und der Wahrheit des Seins zu fragen. Wie solches möglich ist, erfahren wir nun, wenn es im 132. Abschnitt heißt, dieses Überspringen aber geschieht durch den Einsprung in das Ereignis des Daseins. Zitat Ende. Das Überspringen ist als ein Verlassen der Transzendenz, ein Hineinspringen, denkendes Hineinspringen in das Ereignis, das heißt in die Ereignung des Daseins. Was das heißt, führen wir aus. Das seinsgeschichtliche Ereignisdenken wird hier gefasst als ein Springen. Deshalb lautet auch der Titel des dritten Kapitels, der Titel der dritten Fügung, dem das Zitat entnommen ist, der Sprung in den Beiträgen zur Philosophie. Weil das Denken des Seins als solchen, des Seins in seiner ihm eigenen Wahrheit und in seinem Bezug zum Seienden herkommt, aus der transzendental-horizontalen Blickbahn und diese sich für das Denken der Geschichtlichkeit des Seins als Ereignis unzureichend erweist, ist dieses Denken als Springen und Sprung zuerst ein Überspringen und sodann ein Einspringen. Warum aber das Denken überhaupt als ein Springen gekennzeichnet werden muss und inwiefern es ein Einspringen in das Ereignis des Daseins ist, erfahren wir aus dem 122. Abschnitt mit dem Titel Der Sprung und dem Untertitel Der geworfene Entwurf. Wir nehmen die Erläuterung dieses Abschnitts vorweg, um den, das ist auch wieder aus dem Kommentar gesprochen, um den Übergang von der transzendental-horizontalen zur Ereignisblickbahn zu verstehen, bevor wir uns auf die Hauptgedankenzüge der einzelnen Kapitel der Fügungen der Beiträge zur Philosophie einlassen. Pagina 11. Der 122. Abschnitt, der die entscheidende Schlüsselstelle für das Verstehen der Beiträge zur Philosophie überhaupt ist, der 122. Abschnitt, setzt so ein: Der Sprung ist der Vollzug des Entwurfs,
des denkenden Entwurfs der Wahrheit des Seins im Sinne der Einrückung in das Offene. Dergestalt, dass der Werfer dieses Entwurfs, also das entwerfende Dasein, als Geworfener sich erfährt. Das heißt, als Geworfener, das kennen wir aus seiner Zeit. Aber jetzt kommt eine Formulierung aus dem seinsgeschichtlichen Denken. Das heißt, es erfährt sich, das Dasein erfährt sich als ereignet. Ereignet durch das Sein. Der Sprung also ist der Vollzug des denkerischen Entwurfs, der Wahrheit des Seins. An einer früheren Textstelle hatten wir darauf hingewiesen, dass sich das Wesen des Denkens des Seins als solchen, der Wahrheit des Seins, der Wahrheit des Seins in ihrem Bezug zum zur seinsverstehenden Existenz, nicht als Reflexion, sondern als hermeneutischer Entwurf bestimmt, so in Sein und Zeit. Wir wiesen darauf hin, dass das Wesen des Denkens sich aus dem bestimmt, für Heidegger, was als Wesen des Menschen in den Blick genommen wird. Die Kennzeichnung des Denkens als Reflexion im strengen überlieferten Sinne gehört zu jener Wesensbestimmung des Menschen, wonach der Mensch das vernünftige Lebewesen ist, das Animal Rationale. Erweist sich aber das Dasein in seiner seinsverstehenden Existenz als das jetzt zu denkende, neu zu denkende Wesen des Menschen, dann muss auch das Wesen des Denkens aus dem gewandelten Wesen des Menschen bestimmt werden. Die seinsverstehende Existenz vollzieht sich in der Weise des geworfenen und auslegenden Entwurfes. Somit hat auch das Denken selbst die Vollzugsweise eines geworfenen und sich auslegenden Entwurfs, eines ausdrücklichen hermeneutischen Entwurfes. Noch 5 Minuten haben Sie Zeit. Ja, das ist zu wenig. Aber ich will sehen, wie ich durchkomme. Ja. An diese aus dem Dasein vorgezeichnete Wesensbestimmung des Denkens knüpft hier im 122. Abschnitt der Beiträge an. Denken der Wahrheit des Seins als Sprung und dieser Sprung als denkerischer Entwurf. Im Vollzug dieses denkerischen Entwurfes rückt das Dasein in die zu denkende Wahrheit des Seins ein, und zwar so, Zitat, dass der Werfer des Entwurfs als Geworfener sich erfährt, das heißt als ereignet durch das Sein, Zitat Ende. Der Werfer des denkerischen Entwurfs ist das, hier das denkende Dasein, dieses erfährt sich im denkenden Entwerfen, das heißt im denkenden Eröffnen der Wahrheit des Seins als geworfen, geworfen in das, was das denkende Entwerfen eröffnet. Doch das alles Entscheidende ist jetzt, dass die Geworfenheit nicht mehr im seinsgeschichtlichen Denken nur als die unverfügbare Faktizität der Erschlossenheit des in der Weltseins erfahren wird, sondern als ein Ereignetsein durch das Sein. Das heißt, als ein Ereignetsein aus einem ereignenden Zuwurf der Wahrheit des Seins. Mit anderen Worten, der Durchbruch zum Ereignisdenken geschieht in dem Augenblick, in welchem die denkerische Erfahrung gemacht wird, dass die Geworfenheit des Daseins ihre Herkunft hat. Ihre Herkunft hat aus dem Sich-Zuwerfen der Wahrheit des Seins. Damit zeigt sich erstmals die Möglichkeit und Notwendigkeit, die Wahrheit des Seins selbst geschichtlich zu erfahren. Ganz kurz noch. Doch bevor wir uns fragen, was die Geschichtlichkeit des Seins besagt, müssen wir klären, was es heißt, dass das Sich-Zuwerfen, also der Zuwurf der Wahrheit des Seins, als ein Ereignen gefasst wird, so dass entsprechend das Geworfensein des Daseins ein Ereignetsein ist. Die Antwort auf diese Frage erhalten wir aus dem 143. Abschnitt. Zitat, die Ereignung bestimmt den Menschen zum Eigentum des Seins.
Die Ereignung bestimmt den Menschen zum Eigen. Deswegen ereignen. Das Eigen heißt zum Eigentum bestimmen des Wesens des Menschen, zum Eigentum der Wahrheit des Seins. Ebenso wenig wie Ereignis im Ereignisdenken, so viel wie innerzeitliches Geschehen es bedeutet, ebenso wenig meint die Rede vom Ereignen ein innerzeitliches Geschehen. Ich bin gleich fertig. Aus dem Bezug der sich zuwerfenden Wahrheit des Seins zum Wesen des Menschen wird der Mensch allererst in seinem Wesen eröffnet als ein geworfenes, entwerfendes Verhältnis zu der sich zuwerfenden Wahrheit des Seins. Somit empfängt der Mensch sein Wesen als seinsverstehendes Entwerfen aus dem Bezug der sich ihm zuwerfenden Wahrheit des Seins. So gesehen gehört der Mensch in seinem Wesen nicht sich selbst, er ist nicht Eigentum seiner selbst, sondern Eigentum der sich ihm zuwerfenden Wahrheit des Seins. So gesehen ist das sich Zuwerfen der Wahrheit des Seins ein Ereignen, den Menschen zum Eigentum der Wahrheit des Seins werden lassen. Und abschließend sage ich nun, Ereignis besagt ein korrespondierendes Bezugsverhältnis. Das Ereignis ist nicht nur bei Heidegger gedacht als der ereignende Bezug zum Wesen des Menschen, sondern auch umgekehrt. Aus dem ereignenden Bezug der Wahrheit des Seins zum Menschen als Dasein, zum daseinsmäßigen Menschen, wird der Entwurf, das Entwerfen des Daseins, ein ereignetes Entwerfen. Ein ereignetes Entwerfen, ein ereignetes Werfen, dass das, was ihm, was aus dem ereignenden Zuwurf ihm zugeworfen wird, entwerfend auffließt. Sodass das Ereignis ein in sich kehriger oder korrespondierender zweifacher Bezug ist, der ereignende Zuwurf für den daraus ereigneten Entwurf und der ereignete Entwurf in seinem Verhältnis zum ereignenden Zuwurf. Das ist das Ereignis und das ist die Ereignisblickbahn und in dieser Ereignisblickbahn bewegt sich das ganze Denken der Beiträge zur Philosophie vom Ereignis. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Bene, ringrazio di cuore il professor von Hermann anche per questo esercizio di contenere in pochi minuti un ragionamento complesso che realmente abbiamo assistito un pensiero all'opera. Ecco, adesso un pensiero all'opera proprio. Ecco, adesso questa giornata, che è innanzitutto una giornata di ascolto di un metodo e di riflessione, si conclude con due brevi interventi, di cui sono molto lieto, e direi il professor Giuseppe Girgenti. Mi si è permesso di consigliare una cosa, il professor Giuseppe, io attendo ogni giorno i post su Facebook del professor Girgenti, perché sono effettivamente ogni volta dei piccoli capitoli dottissimi di storia biblica, di storia della filosofia, di riflessioni antiquarie, e tutti i giorni scrive, infatti molti gliel'hanno detto, sarebbe sufficiente che unisse questi capitoli e diventerebbe un libro veramente meraviglioso. È, credo, una delle persone, relata Refero, più colte che esistano in Italia. Così mi è stato detto da molti, quindi domina dalla storia antica fino alla filosofia, è allievo diretto di Giovanni Reale, il grande storico della filosofia. Quindi ringrazio in modo particolare il professor Girgenti che è qua, seguitelo anche su Facebook se è possibile, e grazie che è qua. Grazie Giuseppe. Dieci minuti.
Beh, io ringrazio per queste parole che però mi hanno leggermente messo in imbarazzo. Allora, visto che ho solamente 10 minuti, dirò un po' a mo' di titoli alcune delle considerazioni che mi è capitato di sviluppare soprattutto nel periodo in cui sono stato in Germania per il dottorato, discutendo con alcuni grandi maestri tedeschi che di Heidegger sono stati allievi diretti. E mi riferisco in particolare a Gadamer, ad Hans-Georg Gadamer e a Werner Bayer-Valtes, che tra l'altro è scomparso il mese scorso. Ebbene, entrambi che si sono occupati di filosofia greca hanno spesso contestato ad Heidegger la sua ricostruzione della storia della metafisica, considerandola vera solo a metà. In particolare la storia dell'essere tutta concentrata sull'ontologia, la dimenticanza dell'essere che Heidegger attribuisce a Platone, indicato come colui che si è concentrato sull'ente dimenticando l'essere, e poi tutta la storia dell'ontologia dell'Occidente presentata da Heidegger come una dimenticanza appunto dell'essere, una Seinsvergessenheit. Ebbene, Gadamer, questo lo dice in vari scritti, soprattutto negli scritti più tardi dove parla della autointerpretazione, sosteneva, credo che l'abbia detto anche personalmente a Heidegger, che da un lato la sua interpretazione di Platone era, a giudizio di Gadamer, naturalmente scorretta, cioè presentare Platone come colui che ha identificato l'essere nell'ente, nell'ente dell'idea, significa non comprendere il vero impulso platonico che soprattutto si è sviluppato dopo nella tradizione neoplatonica, mi riferisco a Plotino, a Porfirio e poi a tutti quegli autori del Medioevo, anche cristiani, che direttamente al neoplatonismo si sono rifatti, come Agostino, come Eckhart, come Eriugena, come Cusano, fino ad arrivare all'idealismo tedesco. Diciamo una storia della metafisica attraverso tappe di autori che non si sono concentrati su una metafisica della sostanza, dell'usia e dei suoi attributi, ma che piuttosto hanno sviluppato quella che il mio maestro Reale chiamava una henologia, cioè una metafisica dell'uno, e quindi con un linguaggio non concentrato su essere, nulla, divenire, sostanza, accidenti, attributi della sostanza, ma piuttosto nel rapporto tra uno e molti, tra identità e differenza, tra somiglianza e dissomiglianza, che naturalmente si intreccia con il linguaggio ontologico. E allora, ebbene, secondo Bayer-Valtes, questa seconda metafisica dell'Occidente, che è il neoplatonismo nelle sue varie tappe, è stata, questa metafisica è stata un po' trascurata da Heidegger, oppure fatta propria senza una ufficiale dichiarazione. E in particolare la differenza ontologica sarebbe molto ben presente nel platonismo, già in Platone. Platone, il principio primo, l'uno bene, la luce della Repubblica, è esplicitamente detto come al di sopra dell'essere, al di sopra dell'essenza. E poi dai neoplatonici la differenza tra il primo principio, l'uno, l'essere, che è il secondo principio, cioè il nous, l'intelligenza, e le anime, cioè gli enti, è marcata in modo particolare. Per cui c'è un'insistenza sulla differenza tra ente ed essere e tra ciò che è al di là dell'essere che è molto evidente. Qui questa affermazione è solo dichiarata, però rimando naturalmente agli studi di Bayer-Valtes, in particolare Pensare l'uno, Denken, Designen, oppure Identità e differenza, dove queste considerazioni sono ampiamente sviluppate anche in un rapporto critico con Heidegger. Qui però volevo concentrarmi proprio sull'aspetto della temporalità e del tempo e del rapporto tra eterno e tempo, tra essere eterno e
e tempo, perché è uno dei trattati di Plotino, in particolare il trattato settimo della terza Enneade, 3.7, su eternità e tempo, Aion e Cronos, Aion e Cronos, dove Plotino, ed è un trattato che Bayer-Valtes ha tradotto, commentato ed è disponibile anche in italiano, ha sviluppato questo legame iconico, cioè di immagine, tra il primo principio, il secondo principio e il terzo principio, dal punto di vista della temporalità. E allora chiaramente in Plotino si trova l'idea che la temporalità, il tempo, il cronos, è nell'anima, è nella psiche. Ovviamente un'idea abbastanza ontologica della temporalità, dove il tempo è la struttura stessa della psiche intesa come anima del mondo. Però qualcosa del genere ritorna in Agostino, il tempo che è nell'anima, che è un'estensione dell'anima, anche se in Agostino è una concezione molto psicologizzata e interiorizzata. Ebbene, però questo tempo dell'anima, ed è già Platone che lo dice nel Timeo, è a sua volta un'immagine, un'icona, un'immagine dell'essere eterno, che per Plotino è il nous, che è nello stesso tempo essere, eterno, e verità, e pensiero, cioè sono tutti termini che caratterizzano l'aion, l'aion, il nous, einai, aletheia, quindi una serie di espressioni forti della metafisica che chiaramente sono posti al di sopra e al di là dell'ente della psiche. E però c'è qualcosa che va anche oltre, appunto, che trascende l'aion. E questo oltre che trascende l'aion è proprio l'uno, un uno che è addirittura al di là non solo del tempo, ma anche al di là dell'eterno, pro aion, prima dell'eterno, e quindi prima dell'essere, e pecche in attesusias, al di là dell'essenza, al di là della sostanza. Ebbene, questo principio si autopone in una sorta di istante atemporale che Plotino denomina kairos, kairos, un istante atemporale che però ha in sé la natura del bene, o meglio, produce il bene. E allora, ed è questo il punto su cui mi fermo e che lascio un po' anche alla riflessione, che gli istanti del tempo, di quel tempo non più circolare ma addirittura caduto nella linearità, i vari istanti che si susseguono, per Plotino sono icone, ma icone in senso spregiativo, meglio dire idoli, di quell'istante atemporale, di quell'uno atemporale, è prima dell'eterno. Cioè ogni istante, ogni exaifness è un idolo di quel kairos. E allora può diventare estaticamente, perché proprio il senso dell'estasi è autentico kairos solo se si collega, appunto, se salta a quell'uno. E ovviamente questo salto non è questo Aufstieg, dice Bayer-Valtes, Aufstieg zum einen, non è scontato. È proprio la natura del ritorno, la natura della conversio, della metanoia, che è appunto anche il senso dell'esperienza estatica religiosa. Naturalmente bisognerebbe, cioè le analogie tra questo pensiero neoplatonico e quello che abbiamo sentito di Heidegger sono, a mio giudizio, evidenti. Quello che non è evidente è il rapporto, cioè se si tratta di due riflessioni che sono andate su binari paralleli, oppure lo stesso Heidegger l'ha fatta propria senza dichiararla. Del resto l'espressione di pastore dell'essere, di cura dell'essere, li ritroviamo in Platone e in particolare nel Politico. Su questo mi fermo e vi ringrazio. Grazie. Siamo in ritardo di 10 minuti. Il professor Girgenti ha toccato un punto importante che in parte abbiamo visto anche a lezione. Brevemente, un'idea fondamentale che c'è in Heidegger è quella che lui chiama differenza ontologica, cioè che secondo lui nella storia della filosofia non si era prestata molta attenzione al fatto che un conto è parlare degli enti, cioè tutte le cose che sono, sedie, tavoli, pensieri, università, e l'essere.
Ecco, secondo, e questa secondo lui sarebbe la differenza ontologica, ontologico da essere, la differenza che vi sarebbe tra l'essere e gli enti. Allora, Heidegger dice, occorre prestare attenzione all'essere, perché la storia della filosofia si è prestato attenzione solo agli enti. Quello che il professor Girgenti ha messo in dubbio è che questa tesi di storia della filosofia sia una tesi vera, o che Heidegger invece abbia fatto, tutto sommato abbia ignorato alcuni aspetti della storia della filosofia. In modo particolare il professor Girgenti ha fatto riferimento alla corrente neoplatonica, al platonismo. Su questo, e vado a chiudere questo mio breve inciso per richiamarci alcune cose dette anche a lezione, ha un suo punto di contatto nello stesso Tommaso d'Aquino. Perché Tommaso d'Aquino, quando parla di partecipazione, la partecipazione dell'ente all'essere, la partecipazione della legge naturale alla legge eterna, cioè ciò che è ente partecipa a ciò che in qualche modo non è pienamente attingibile, ma è altrove, l'essere, idea appunto di partecipazione dell'ente all'essere, di partecipazione della legge naturale alla legge eterna, bene, anche in Tommaso d'Aquino, secondo alcuni, è presente l'idea di differenza ontologica. C'è per esempio un grande tomista, tutore di Tommaso d'Aquino, che si chiamava Cornelio Fabbro, che era amico di Heidegger, con cui Heidegger aveva rapporti, e Cornelio Fabbro dice, guarda che la tua differenza ontologica è anche in Tommaso d'Aquino, Tommaso d'Aquino in quanto sotto questo profilo si riferisce a quei neoplatonici di cui ha parlato il professor Girgenti. Bene, prima dei saluti del professor Alfieri, abbiamo un altro intervento sempre molto breve, di 10 minuti, una testimonianza del professor Marini, che molti di noi hanno già sentito prima e che, a cui tutti sono debitori, perché è il traduttore italiano, tra le altre cose, di Essere e Tempo. Prego, professore. Ah, ecco. Buono, io dirò soltanto due parole, non sulla sostanza, ma sul linguaggio, sulle parole, due parole sulle parole. Avete sentito che la interruzione di Essere Tempo dopo la seconda sezione, la prima sezione parla dell'essere, la seconda sezione del senso dell'essere, la terza sezione rovescia l'ordine dei lavori, nel senso che rovescia il titolo stesso dell'opera. L'opera si chiama Essere e Tempo, la terza sezione della prima parte si chiama Tempo ed Essere. La domanda finale della seconda sezione, cioè di Essere e Tempo, così in cui consiste, insomma, il testo attuale, è se è possibile porsi il problema del senso dell'essere come tale, non in generale, insisto sulle parole, ho detto che parlo di parole, non si deve mai dire in generale, perché in generale significa entrare nell'ontologia tradizionale, genere, specie, eccetera. Quando nel testo tedesco trovate überhaupt, si va tradotto come in quanto tale o come tale, non in generale. Comunque, il rovesciamento della prospettiva, abbiamo sentito la parola Kerig prima, quando il professore riassumeva, la parola Kerig è una parola magica, perché in quella sta tutta la struttura fondamentale, l'enigma fondamentale della chiere, cioè di questa inversione, non svolta. Vorrei che ci si abituasse prima di leggere il testo tradotto da Chiodi, cioè quello tradizionale, a tenere presente che ci sono molte inesattezze, ma inesattezze che sono fatali, cioè vanno semplicemente eliminate, insomma. Una di queste è quella che stavo dicendo prima, cioè la chiere è l'inversione, non la svolta. La svolta si dice in tedesco Wende, e si parla di una Wende nel pensiero di Heidegger, ma il pensiero di Heidegger non è la cosa stessa del pensiero, e la Wende non riguarda la cosa stessa del pensiero.
la cosa stessa del pensiero è la chiere. La chiere è interna al pensiero stesso. Quello che induce Heidegger a interrompere insomma, il piano prestabilito, e questo è stato anche un momento drammatico di confronto con Jaspers in un momento speciale che, se non vado errato, coincideva con la morte di Rilke, quindi un momento di grande concentrazione luttuosa da parte di entrambi. Rinunciare a una cosa già scritta dopo tutto quel lavoro, perché il lavoro di Heidegger è un lavoro incredibile, vuol dire veramente avere un senso della dignità dell'ora, della drammaticità dell'ora. Quello che ha scoperto essenzialmente, credo che si possa dire, è che l'inversione non è un'inversione letterale, cioè non basta rovesciare il senso dell'ordine dell'analisi. Bisogna effettivamente introdurre qualcosa di completamente nuovo. Fino a quel punto, tutto sommato, la prospettiva di Heidegger era quella che già prevista per il secondo volume, cioè la distruzione della storia dell'ontologia. Quindi bastava prendere le dottrine, bastava prendere gli attributi, le attribuzioni date all'essere, cioè la grande massa della storia dell'ontologia. Quindi tutta la parte logia, distruggere significa però decostruire, come ha spiegato tutti, hanno spiegato benissimo anche Derrida, cioè, si è attribuito addirittura la parola, il termine decostruzione, come se non fosse contenuto nella destruzione di Heidegger. Si tratta quindi di tornare indietro, di rovesciare, ma il rovesciamento è un rovesciamento che non viene fatto dall'abilità tecnica espressiva dell'autore. Heidegger deve rinunciare già in anticipo alla storia, a tutta la storia dell'ontologia. Questi termini che inventa, questi termini sono apparentemente descrittivi, sono come quando i presocratici parlano uno dell'acqua, l'altro dell'aria, un altro della terra, del fuoco, derivano da un passo indietro del pensiero. Il passo indietro non è solo quello che ti apre una prospettiva maggiore, in cui puoi inquadrare di più, in cui tu, la tua iniziativa si ritrae. Non è soltanto quello. Il passo indietro è anche la rinuncia. La verità è il vero problema. Il problema della verità nasce attraverso, non sto a fare la nascita della storia della nascita del problema della verità in Heidegger, ma certamente è il punto d'approdo da cui nasce tutto il secondo Heidegger, chiamalo così. Qui la verità, come nella teologia protestante, Dio ti insegue, non sei tu che lo cerchi, ma è lui che ti prende, è lui che arriva, ti coglie, è l'altro, l'assoluto altro. L'inversione del discorso deve incorporare un problema gravissimo. Noi lo conosciamo in termini teologici, per esempio la disputa sulla grazia, no? sulla salvezza per opere oppure per fede. La salvezza per fede, protagonista è Dio. La salvezza per le opere, il protagonista invece è l'uomo. Qui il nucleo è analogo, è solo un'analogia. È molto più generale, molto più radicale il problema come lo affronta Heidegger. È normale che sia così. Quello teologico faceva già parte di una tradizione. Ma qui siamo sotto a un livello inferiore, più profondo. E quindi la chericità, il carattere cheric di questa analisi diventa un problema di lessico. Stare attenti al lessico, trovare le parole giuste, non calpestare quello che è già stato fatto, non usare quello che è stato usato per la gigantesca critica contenuta in Essere Tempo.
raggiungere una ottica ingenua, originaria, favolosa, che rivaluta, che non distingue più tra mito e logica e logos, perché è alla base di queste cose qui. È uno sforzo di creazione linguistica eccezionale, insomma, che va preso per quello che è, e lo si può fare solo tentando di pensare con Heidegger. Non si può fare la critica di Heidegger, questo è quello che vorrei dire. Beh, io non dico di più perché devi parlare tu. Penso che il nome di Martin Heidegger da oggi sia un po' più noto, se non altro il nome, a molti di noi qui presenti. E concludiamo questo incontro con i saluti del professor Alfieri, che è stato un po' l'anima ispiratrice di tutti questi incontri. Prego il professore. Un sentito ringraziamento oltre al professor von Erman, al professor Azzoni, che ci riceve in questa università, va a tutti voi, ad ognuno di voi, singolarmente. Ci siamo confrontati con argomenti e con autori difficili per noi che studiamo lo stesso Heidegger, ma allo stesso tempo difficili anche per voi, perché quello che il professore oggi vi ha prospettato è l'opera Contributi alla filosofia di Heidegger, iniziata nel 1932, è difficile in tutta la sua struttura. Io nei saluti vorrei lasciarvi con una domanda che Heidegger si fa in quest'opera Contributi alla filosofia. Chi siamo noi? Dove dobbiamo porre l'attenzione? Sul chi? Sul noi o sul siamo? L'essere è l'evento di cui Heidegger parla nei Contributi alla filosofia, ma l'essere investe ciò che unisce il genere umano. Questo è importante, non c'è nulla nella filosofia di Heidegger che sotto certi aspetti possa tralasciare la considerazione dell'essere umano. Interessanti sono stati i riferimenti del professor Girgenti e anche la libertà di Heidegger di utilizzare terminologie, penso allo stesso concetto di esserci in Jaspers che lui prende, ma che allo stesso tempo distrugge e ricostruisce in maniera diversa nel suo percorso. Termino con una frase prima dei saluti finali, soffermandomi su di una frase che il professor von Erman ha detto, che essere e tempo in tutta la sua costituzione altro non è che un itinerario di Heidegger che, andando in avanti, non salta nulla di ciò che aveva acquisito, ma tutto entra sempre in una maggiore ricomprensione delle cose. È difficile seguire questo percorso, ma perché a partire dall'opera del 32, Contributi alla filosofia, si getta luce a tutte le opere successive che poi si sono avuti. Non sono io di per sé a fare i saluti a voi, ma è il professor von Erman. Il professor von Erman vuole ora, in questo istante, per come ne avevamo parlato anche questa mattina, rivolgere delle parole che non sono parole soltanto di ringraziamento verso il professor Azzoni. E quando una persona riceve una medaglia o quando una persona riceve anche un dono, non è soltanto legato alla sua persona, non è un qualcosa che serve solo alla persona, ma
vuole essere un segno di dimostrazione per tutto quello che noi cerchiamo di costruire in ambito culturale in questo territorio che è proprio l'università, che è il luogo di tutti. Allora lascio al professor von Herrmann di chiudere questo intervento con le parole che ha pensato per il professor Giampaolo Alzoni, al quale siamo debitori. Essere debitori è la cosa più bella che possa essere, perché significa sempre dire grazie e riconoscere l'altro. Vi auguro di essere sempre debitori a qualcuno. Und jetzt, meine Damen und Herren, erlauben Sie mir noch ein Geschenk zu überreichen. Ich habe ein Dankesgeschenk für Herrn Professor Azzoli aus Freiburg. Eigentlich aus Heidelberg. Ha portato un regalo per il professore Azzoni da Friburgo, un regalo molto particolare. Eigentlich aus Heidelberg mitgebracht. Anzi, meglio da Heidelberg. Denn hier in diesem Buche ist abgedruckt, ediert durch das Bochumer Hegel-Archiv in den 80er Jahren, die erste rechtsphilosophische Vorlesung, die Hegel in Heidelberg 1817 gehalten hat. Und ich weiß, dass Herr Professor Azzoni ein besonderer Liebhaber der hegelischen Rechtsphilosophie ist. Und ich habe ihm in diesem Band eingetragen, dem hochverehrten Professor Giampaolo Azzoni, Bewunderer der hegelischen Rechtsphilosophie, mit einem großen und umfassenden Dank für seinen wiederholten Einsatz überreicht. Grazie. Grazie a nome dell'università. Grazie. Grazie. Grazie a voi che vi siete fermati. Termina qua l'incontro, grazie di cuore di nuovo.